In der letzten Episode. Wie bitte was? Das ist nicht sonnig. Aber weil es jetzt gerade neblig wird, willst du mich verarschen? Toll, den ganzen Tag. Das kann doch nicht sein. Das ist den ganzen Tag Sonnenschein. Aber sobald du dann hier. Nö, du hast Nase geschossen. Schnell die Wolken rauf. Okay, komm. Ja, toll, super lucky. Hey, wir haben total viel Glück. Mann, bin ich froh, dass wir so viel Glück haben. Uiuiui. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Interloper-Modus in der Folge 69. Ja, es ist, die Sonne geht bald auf, das heißt, wir haben natürlich einen Blizzard. Ist ja klar. So, das heißt für mich aber als erstes mal, wir können noch ein bisschen schlafen, also trinken wir erstmal. Und ja, meine Stimme ist immer noch nicht besser als neue Aufnahmesession. Das dauert wohl länger, als ich dachte. Ja, das, mal gucken, wann das vielleicht schaffen wir es ja bis nächstes Jahr. Mal gucken. Ah ja, komplett erholt. Aufgewacht, sehr schön. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja ein Kaninchen geschossen. Und wollten eigentlich noch eine Tanne auseinandernehmen. Die ist aber verschwindibus. Ah, sehr schön, der ist fertig. Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Wir gucken mal vor die Tür, was das Wetter sagt. Es ist ja etwas windig anscheinend. Ja, doch, ich würde sagen, es klingt so, als wäre es ein bisschen windig. Bin mir nicht sicher. Gibt so eine leichte Brise, die hier durchgeht. 57 Watt. 47 Grad Luft. Und wenn ich in den Wind gehe, haben wir 58 Grad, 59 Grad minus. Na, ist ja gut. Bevor es nicht ganz so kalt ist. Okay. Ja, aber vor allem bei der Kälte kannst du auch nicht wirklich fischen gehen. Ja, das ist natürlich blöd. Ja, in der Hütte haben wir ja gut aufgeräumt. Vielleicht besuchen wir mal die Nachbarhütte. Und räumen da mal auf. Wir haben ja hier in der letzten Folge zwei Palettenstapel beseitigt. Das Holz liegt jetzt in der Eisfischhütte. Ich will jetzt aber nicht wieder fischen gehen. Wir kennen ja das Problem, dass die Fischgründe leiden. Das ist ja nicht gut. Wie echt? Das war's schon. Ach, Tatsache, das ging richtig schnell. Das ist ja nicht schlecht. So, was sagt die Barbetierung hier? Ja, nichts. Sie sagt nichts. Es gibt hier keine Tiere. Du irrst dich. Schade. Ja, ich wollte eigentlich noch ein bisschen kochen, Skill leveln, aber so wird das natürlich nichts. Okay. So, ja, das kriegt man noch hier rein. Sehr schön. Genau, ihr Stücke behalten wir auf jeden Fall. Ja. Wir gehen gleich weiter. Sekunde. Ich weiß, es ist das Cleverste, das draußen zu kontrollieren. Wir haben irgendwas Überflüssiges. Ja, das T-Shirt. wir können aber noch ein bisschen Wasser krabbeln. Nö. Da. Zumindest ein Liter. So, dann rein damit. Gut, das ist ja schon viel besser. So. Ja, es ist sehr, sehr blank, sag ich mal. Ah ja, so kalt ein Feuer. Mhm. Nö, es ist sehr, sehr ruhig hier. So, ich würde gerne nochmal nach der Tanne gucken, ob die wieder gespawnt ist oder ob die jetzt aufgrund des Lagerfeuers, was wir in der letzten Folge da oben postiert haben, jetzt gar nicht mehr wiederkommt. Du hast dich doch eben schon über ein Feuer beschwert. Das reicht dir nicht mehr. Ich muss ihn irgendwie mehr auf mich aufmerksam machen. Er kriegt mich nicht mit. Er sagt die Temperatur. Dabei, na gut, es ist halt. Halb zehn ist noch nicht so warm. Ja, komm, dann rennen wir mal. Das schadet ja nichts. So, wie sieht's hier aus mit Stöcken? Zweige, Zedern, Zweige. Keine Stöcke. Und dabei hatten wir doch einen Blizzard. Ja. Ja,
Ja, sieht wohl so aus, als würde die Zeta. Ich gehe mal rein und wieder raus, um mal zu gucken, ob die spawnt, aber sieht wohl so aus, als würde die nie wieder auftauchen. So. Ja. Schöner Mist. Ja, und da fände ich es schon gut, wenn man die Feuer halt wieder zerstören könnte. Also wenn man sagen könnte, man baut das Ding einfach ab. Aber so sieht es nicht aus. Mist. Ja, das ist jetzt sehr, sehr ärgerlich. Ich weiß halt nicht, ob es auf der Menschenfeindinsel vielleicht Tannen gibt. Wir können ja da mal gucken. Da sollte man aber das Feuer dann sozusagen zwischen Ast und sich selber sollte man dann das Feuer legen. Also nicht so, wie ich es halt jetzt auf der Haseninsel gemacht habe, direkt neben den Ast, sondern dass man dazwischen ist, dass da genügend Abstand ist. Ich hoffe, das reicht dann auch zum Neuspawnen. Ja, und wir werden einiges an Holz brauchen. So, komm, renn mal da rein. Ich bin mir zwar sicher, dass ich da schon geguckt habe wegen der Angelsets, aber was ich ja weiß, dass ist ja nicht unbedingt, dass es auch Realität ist. Tja, ich bin mal gespannt auf das Dezember-Update, wann das kommt. Es kommt wahrscheinlich dann mit dem Live-Going. Es gibt da ja, soweit ich das weiß, kein Datum. Da ist ja keine... Naja, guck mal, da ist eine Tanne. Und Stöcke, ja, die werden wir ja brauchen. So. Ich gucke nochmal, ob ich noch weitere Tannen finde. Ja, sieht nicht so aus. Da liegt nur eine Zeder. Okay, wie viele Stöcke haben wir jetzt? Stöcke. 26, okay. Gut, das reicht natürlich noch nicht. Was haben wir für eine Temperatur gefühlt? 29. So, das ist ja aber jetzt gerade mal so erreicht. Das würde ja schon Sinn machen, wenn man sagt... Ja, guck mal. Ja, das... Ah ja, da unten ist jetzt ein Wolf aufgetaucht. Das ist ja gut. Ein paar Stöcke mehr, dass man einfach... ich meine, wir sind da eine Dreiviertelstunde oder so. Sind wir da wie lange sind wir beschäftigt? Mit dem, was ist die Frage, jetzt Hammer oder Beil? 58, ne, die Säge nehmen wir nicht. Ja, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, was macht denn da mehr Sinn? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wir machen das so, wir machen das, also hier ist die Tanne, da machen wir das Feuer hin. So. Ja, und ich glaube auch, ich weiß, warum ich immer zwei Streichhölzer verwendet habe. Idiotischerweise. Okay, was sagt denn die Fackel? Na, die ist noch gut. Ja, ich habe immer zweimal gedrückt, weil er beim ersten Mal nicht ausgelöst hat. Irgendwie. Also ich hatte das Gefühl, dass ich beim ersten Mal drücken... dass er beim ersten Mal drücken halt nicht ausgelöst hat. Und dann, als ich beim zweiten Mal dann drücken, dann ging irgendwie der Kreisel erst an. Und er hat wohl das erste Mal drücken dann trotzdem registriert. Tja. Ich zünde jetzt zwar die Fackel nicht an, aber das Streichholz schmeißen wir mal raus. Juhu. Okay, es müsste jetzt aber reichen, theoretisch. Ja, da kommen wir doch schon gut hin. Sehr schön. So, was nehmen wir jetzt? Das sind halt gleich mal 5%, die abgezogen werden bei der Säge. Das ist ja egal, was du machst, dann nehmen wir lieber das Beil. Ja, das war's schon. Wir können uns auch eine Fackel nehmen. So.
Ah ja, gut. Hey, guck mal. Hey, wir haben eine Fackel. Hallo. Ja, das hat gerade gereicht. Sehr schön. Weil wir wollen ja unseren Hammer reparieren. Sehr schön. Drei Tannen. Ja, hier. Ach. Okay. Wir hatten sie doch noch. Juhu. So, was sagt denn die Temperatur? Wir könnten noch ein bisschen drin bleiben. Damit wir da warm werden. Ja. Gut. Und dann ist hier mal sauber. Ja, juhu. Gut, dass ich hier nochmal reingeschaut habe. Oh, es wird ein schönes Wetterchen. Schnee aus heiterem Himmel. Okay. Gut, dann hoffe ich, dass die Tanne dann hier wieder neu spawnt, dass das Feuer weit genug weg war. Dann könnte das nämlich eine schöne Tannenabknöppelstelle werden. Ist jetzt halt ein bisschen weit draußen. Ist halt ein bisschen weit draußen. Aber das kann man sich merken, wenn das so funktioniert. Ist ja mal die Frage. Ja, ich weiß, wir müssten den Bogen skillen, aber das sind die Hasen die schlechteste aller Ziele. Ja, da vorne gibt es bessere Ziele. Das Schöne ist, wir haben auch Holz dabei. Nur die sind sehr, sehr weit weg. Ja, dann halt nicht. Sehr schön, haben wir wieder zwei Angelsets mehr und ein bisschen Holz. Ist auch wichtig. So, ich versuche mal ein bisschen von dem Wolf entfernt zu laufen. Achso, wir waren übrigens noch nicht an der Leiche hinter der Insel. Da sollte man vielleicht auch mal hintrappeln. Nicht? Du hast das Futter schon wieder aufgebraucht. Das kann doch nicht wahr sein. Das bist du von viel Fraß. So, dann nehmen wir ein paar Stöcke mit. Ohne Pfeil und Bogen. Ja, ich hatte ja, also jetzt in der Aufnahme natürlich nicht in der Folge, gestern Hochzeitstag. Ja, sowas gibt's tatsächlich. wir waren da beim Frühstück mal beim. Meine Frau wollte mal wieder frühstücken gehen. Da waren wir mal beim in so einem Wiener Café in Berlin Westend und ja, war sehr lecker. Die machen halt vieles selber, aber es war auch sehr teuer, alter Schwede. Boah. Diese Wiener Cafés, da kannst du echt gut Geld loswerden, sag ich mal. Und ab 60 Euro haben wir da bezahlt. Nur fürs Frühstücken. Hilfe. Aber es war lecker und das ist ja das Wichtigste. Und ja, wir waren dann. Hallo, kannst du mal die Füße heben? Ist genauso wie dein Astrid. Ich weiß, warum ihr eine Weile lang zusammen wart. Wahrscheinlich habt ihr euch aus einer Selbsthilfegruppe kennengelernt. Meine Eltern haben mir nicht gehen beigebracht. Selbsthilfegruppe. Für G-Anfänger. Naja, auf jeden Fall. Wir waren dann abends noch mal beim Griechen gewesen. Boah, der war ja lecker. Alter Schwede. Ich habe schon lange keinen so guten Griechen mehr... bei so keinem guten Griechen mehr gegessen. Alter Schwede. Das war, der hatte eine Dorade gehabt. Also das war halt so sein Tagesempfehlung sozusagen. Boah, das war eine weil ich halt gerade an den Fisch denke. Das war eine exzellente Dorade, alter Schwede. Das war richtig, richtig lecker. Was liegt denn da? Ist immer noch der Hase? Das kann ja nicht sein. Ah nee, das ist Feuer von dem Reh. Was wir abgestaubt haben.
Vor 3 Folgen. Inzwischen ist das schon so lange her. Krass. Ja, aber sonst ist hier nichts Tierisches. Das ist krass. So, ich würde ja... wir werden jetzt erstmal das Holz und so ablegen. Natürlich wieder in die Anglerhütte. Das ist ja wichtig. Und ich würde sehr gerne mal die Eiskante absuchen. Ich weiß, dass das gefährlich ist, ja. Aber das, wer weiß, was da für Goodies liegen. Man weiß es ja nicht. So. Okay, Einfischerin. Ja. Echt, war die so groß? Ist ja der Hammer. Ja, willst du gleich wieder saufen? Das ist wieder so typisch. Okay, sehr schön. Dann kommen hier oben nämlich die Angelsets rein, die zwei. Nicht angeknabberten sozusagen. Die anderen haben wir ja einmal genäht. Und da packen wir dann das Holz rein. Ich glaube, diese Zunderbündel, die kriegt man immer, wenn man Möbel zerkloppt. Kann das sein? Dann ist schon wieder eins. Man kann ja nicht sagen, nee, lass mal gut sein. Wie schwer sind wir eigentlich? 30 Kilo, also wegen der Tannen, ja. Die müssen wir natürlich noch ablegen. Können wir rennen? Ja, wir können rennen. Dieser zweite Bär, den wir geschossen haben. Ich habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich glaube immer noch, dass das, ja, wir gehen rein, wir gehen rein. Der Bach beim, Bärenbach Campingbär ist, aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt hier drei Bären. Ich habe mir das halt nochmal mit dem Bären angeschaut, wie viele Bären es wo gibt. Und es gibt halt hier drei Bären. Das ist die Map, glaube ich, mit den meisten Bären. Irgendwie sowas. Oder nach dem Rätselsee. Es gibt den beim Bärenbach Campingplatz. Es gibt den an der Insel des Menschenfeinds. Und es gibt den beim Dorf oben an dieser Bären-Spawnpunkt. Diese drei Bären gibt es hier. Und wir haben den am Bärenbach Campingplatz gejagt, weil das ist der, der hier zu den Anglerhütten kommt. Der bei der Insel des Menschenfeinds geht ja runter Richtung Ort der Trostlosigkeit und der bei dem Dorf, der rennt halt einmal durchs Dorf. Das ist so seine Route. Also das war der und wir sind ja dann zu seinem Spawnpunkt gegangen und da waren die Spuren wieder da. Ich weiß nicht, warum der da den Bären gezählt hat, wenn er wieder neu war. Also das stimmt so hinten und vorne nicht. So, uns ist hier kalt. Dann reparieren wir einfach den Hammer, dann sind wir auch wieder warm. Mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit natürlich. Ja, oh. Ja, natürlich. Ist ja klar, weil 82%, das kann nicht funktionieren. Naja, wenigstens sind wir jetzt bei 83%. So, da haben wir es bei 84%. Und Feuer machen ist ja 85% die Wahrscheinlichkeit. So, genau, das Öl, das haben wir beim Angeln gewonnen. Ja, aber das passt da nicht rein. Dann fliegt es erstmal raus. Genau, wir haben noch eine Fackel gefunden. Die könnte man theoretisch, ich weiß nicht, hätte ich eigentlich in der Anglerhütte lassen können. Ja, okay, gut. Wir legen es ab. Es ist inzwischen bei 0,0 angekommen. Das heißt, es sind weniger als 0,05. Es wird ja gerundet. Das Ganze vernachlässigen. Dann sparen wir uns die 250 Gramm, beziehungsweise, warte mal. Moment, wir stehen jetzt bei 25,95. Und wenn ich es anziehe, ja, okay, es geht nur hier. Das sind 0,19 Gramm. Kilo. 0,19 Kilo, das heißt, 60 Gramm werden nicht angerechnet. Was ist das für eine Zahl? Von 250, 60 Gramm, das sind, was ist denn das? Das sind 22% oder so. Was ist das für eine komische Zahl? Nein, wirklich viel Sinn macht das ja nicht. Okay, die Hose ist noch nicht schlecht genug. Die muss wahrscheinlich unter 70% sinken. Jetzt gucke ich nochmal gerade, welche haben wir außen an. Die bessere. Sehr schön. Ja, ansonsten ist ja klar, das Ding muss nach außen. Nee, falsch rum. Wieso ist die... Hä? Das ist verkehrt rum. Die ist doch besser außen. 23 und 7 Grad. Außerdem sehen wir so ein bisschen kanadischer aus. Ja, diese interferenten Wettersysteme hier. Wird das jetzt neblig? Ernsthaft? Das
So kalt ein Feuer, ja. Wir waren jetzt für Energie. Gut, nee, Quatsch, wir haben ja repariert, okay. Und das werden wir ja gleich rausfinden. Ja, okay, es wird neblig. Und zwar richtig suppig. Alter Schwede. Wir haben aber nicht genug Holz. Dann müssen wir jetzt erstmal Holz besorgen, weil minus 12 Grad und wir haben 9 Stücke, richtig? 8 sogar nur. 8. Okay, warte mal, ich schau mal, ob wir hier noch ein paar Stöcke finden. Nee. Das war das Netz. Ja, da kann man, ist man natürlich auch bestens vorbereitet auf den Bären. Jetzt haben wir genau 12, nee, 11 Stück haben wir jetzt. Fehlt immer noch ein bisschen. Ja, so mache ich natürlich die Eiskante nicht. Das ist ja klar. Weil ich sehe ja nicht, was da liegt. Ich sehe es vielleicht, wenn ich kurz davor stehe, aber das ist ja alles. Na gut, okay. So, dann rennen wir ein Stück. Weil jetzt brauchen wir das ja gerade nicht. Warte mal, wo ist denn die Eisfische heute? Wo ist sie denn? So, dann holen wir uns einfach hier noch ein bisschen zwei Altholz und dann reicht das ja. Wir gewinnen ja genug. Hallo? Dann hoffe ich, dass bis dahin dann der... Vor allem, dass diese Wettersystemänderung, also ich verstehe das nicht. Also normalerweise ist es ja eigentlich nicht so, dass aus dem Nichts heraus direkt der dichte Nebel auftaucht. So ist es ja eigentlich auch nicht geplant, aber du trittst dann aus der Höhle raus und... Ich meine, es gibt ja eine Übergangszeit, wo er ja die Sachen außerhalb lädt. Es ist ja nicht so, wie ich das für euch zurechtschneide, dass wir das sozusagen rausgehen und direkt draußen sind, sondern es gibt ja eine Ladezeit. Und warum wird da das Wetter denn nicht richtig geladen? Das verstehe ich halt nicht. Also das ist wirklich sehr merkwürdig. Verstehen muss man das wahrscheinlich nicht. Ne, wir nehmen den Stock, genau. Na wunderbar, so klappt das doch. So, ja, 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 direkt das Feuer drauf, Holz drauf. Genau. Waren sogar nur 10 Stöcke. Ah ne, einen haben wir ja verwendet zum Anzünden, sind. Stimmt. So, das müsste eigentlich reichen. Von der Temperatur her. Wie viel Blizzard haben wir jetzt eigentlich? Mir übrigens schön, wenn er die dichten Nebel auch zählen würde. 33. Bei 64 Tagen. Hier im Interlope hatten wir 68 und hatten 36. Da war sogar noch ein bisschen mehr anscheinend. Gefühlt. Ja, Temperatur geht rauf. Okay, alles klar. Achso, reicht das von der Dauer? Ja, das ist natürlich super. Aber das müsste ja reichen. Das ist ja ein bisschen länger, geht das ja. Gut. So, das geht jetzt noch anderthalb Stunde. Das heißt, dafür müsste es reichen. Ja, es ist auch bald dunkel. Oder? Ich glaube, es ist dunkel. Der Hammer. Ja, ich glaube, das mit dem Verstauchen, das hängt tatsächlich mit dem Fallen zusammen. Nur ist es halt so, dass er das nachts nicht resettet. Das ist halt ziemlicher Schmarrn. Wir werden jetzt nicht noch angeln. Weil wir sind schon relativ weit runter und die Nacht ist ja auch nicht so extrem lang. So, das hat gut geklappt. Echt so viel. Heißt natürlich schon viel. Dann kloppt den Rest hier noch rein. Stöcke sind wir jetzt eh wieder alle los, okay. Ja, was willst du machen? Okay, bitte einen Silberlachs. Na komm, da geht doch was. Das hat auch gut mit dem Wind funktioniert und ich glaube, das ist auch, das Wettersystem wird in den 3 Stunden nicht komplett, wie soll man sagen, komplett realistisch berechnet, weil ich kann mir nämlich vorstellen, dass es eigentlich schneller Wind geben könnte. Ich meine, jetzt haben wir natürlich genug, genug Holz zum Angeln, das ist ja der Hammer, das ist ja unglaublich. Vielleicht sollten wir das einfach am nächsten Tag machen, dass wir einfach an die Spawn-Location gehen und dann angeln halt. Und ich wollte ins Journal. Ich wollte nämlich gerade mal schauen, wo ich den Hasen hingelegt habe. Ins Haseninselhaus. Okay, alles klar.
Ja, schauen wir auch genug. Ach, der BSM am Rätselsee ist der sogar. Okay, alles klar. Ja, okay. Das heißt, das passt ja schon ganz gut. Wie ist denn das mit dem Feuer machen? Das dauert doch. Ja, kochen ist natürlich jetzt nicht gestiegen. Schade. Ja, das passt ja so. Dann direkt in das Bett. Na bitte, geht doch. Ich nenne sowas Punktlandung. Ja, es ist schon wieder so neblig, alter Schwede. Aber es müsste eigentlich reichen. Hier ist noch ein Palettenstapel, den man auch auseinandernehmen kann. Aber da drüben sind auch noch zwei, geil. Also Holz gibt es hier genug, das ist gar kein Problem, alter Schwede. Das ist ja auch lustig, der Accurize, der lebt ja seine 500 Tage, der hat ja sich ja seine Sachen beschafft und ist dann mit den 500 Tagen letzten Endes in die Küstenstraße gegangen. Und das ist auch kein Wunder, weil du hast hier erstens, du hast hier Unmengen an Holz-Locations, also sowieso das Anglerlager und ansonsten gibt es ja auch gute Stellen für Äste und so weiter, die du dann schlagen kannst. Wenn du da genügend Wetzsteine hast, ist es ja gar kein Problem, weil Fisch gibt es hier natürlich ohne Ende, das ist klar. Tja. Ja, es ist halt wie immer halt sehr kalt. Also machst halt nichts, aber wir haben wenigstens nicht so viel Wind. Dank des Nebels. So, was wir jetzt machen, ist die Sachen ablegen, wegen der Geschwindigkeit. Das betrifft vor allem die Werkzeuge halt. Wir haben übrigens immer noch nicht den Schlafsack dabei. Das ist echt unglaublich. Ich muss den mal einpacken, weil das ist echt so gefährlich. Ja, okay, dann schmeiß halt die Pfeile noch hin. Ja, komm weg. Echt, das Ding ist voll. Na juhu, dann nehmen wir halt die untere Schublade, alter Schwede. Das ist halt echt, also gerade werkzeugmäßig sind wir da ja meistens doch sehr gut ausgestattet. Da sind wir nämlich schon mal auf 12 Kilo wieder runter. Das ist eigentlich immer nur das Werkzeug, was so wahnsinnig schwer ist. Oh, wir haben ein Kilo Stoff dabei. Das ist natürlich auch gut. So, Wölfe hatte ich ja hier nicht gesehen. Nee. Gut, dann machen wir es uns mal richtig frisch. 3 Kilo, Leute. So, jetzt gucken wir mal. Irgendwas zu sehen ist. Ja, so geht natürlich die Temperatur gleich in den Keller. Das ist sozusagen noch schlimmer als der Start im Interloper. Aber es könnte sein, dass die Spawn-Location hier nicht funktioniert im Interloper. Weil ich sehe gar nichts hier. Haben sie die im Interloper komplett deaktiviert, oder was? Ich mache die Kante halt an den oberen Rand, damit sie ein bisschen größer ist. Aber nö, da ist nichts. Gehen wir mal ein bisschen in die Richtung. Ja, ja, das ist natürlich klar. Wir haben mal gar keinen Schutz. Doch, da ist was. Was ist das? Hey, ein Stoff, naja, juhu. Und das da? Ein Verband. Okay, also hier dieser Abschnitt, der ist ja auch begehbar, lustigerweise. Aber hier gibt es nichts weiter, okay. Ein Stoff und ein Verband. Das heißt, wir haben 1,5 Stoff bekommen. Sozusagen. Ja, aber das passt. Ne, mehr ist da nicht. Okay, alles klar. Also es ist tatsächlich nur direkt bei der Hütte. Dann ziehen wir uns mal wieder an. Bitte was? Ja, ja, ja. Kannst du nicht übertreiben hier. So, welche sind die bessere für außen? Ja, okay, dann ziehen wir die so rum an. Die kommt unten drunter. Das ist egal, das ist egal, das ist egal, ist auch egal. Die Außen, die Innen. Gut. Bleibt trotzdem kalt. Gut.
Ja, so funktioniert das dann schon. Sonst war hier nichts übersehen worden. Nee. Nicht wirklich. Okay, komm, meine Gute. Das hat sich doch mal gelohnt. Gut, ich hatte jetzt mit mehr gerechnet. Vielleicht mit dem Fisch oder so. Aber ja, was willst du machen? Die Fische können wir auch selber angeln. Das ist nicht das Problem. So. Ja, aber die Hirsche sind weg. Mist. Ich hatte in der letzten Folge ja noch gesagt, einen Hirsch zu schießen. Aber das ist halt nichts. Nee, die sind nicht da. Hab ich doch gerade gesagt. Will mal zuhören. So. Mehr Federn. Nö. Okay, gut. Dann legen wir jetzt den Stoff erstmal wieder ab, weil ich will ihn jetzt ja auch nicht die ganze Zeit mit mir rumschleppen. Dafür tauschen wir mal den Schlafsack rein, weil das ist ja dann eigentlich wichtiger. Es ist immer noch finster hier drin. Wo ist der Schlafsack? Ja, wo ist der Schlafsack? Das ist ja gut. Ich mach gleich mal Lichtsekunde. Ja, wo ist denn der Schlafsack? Wollen wir den da unten rein? Nö. Hä? Jetzt geht die Suche nach dem Schlafsack los. Das kann doch nicht wahr sein. Wo haben wir denn den wieder gelassen? Ach. Wo haben wir den Schlafsack gelassen? Der Kaninchenhainhütte, sind wir überhaupt mit Schlafsack rein? Das ist ja noch die beste aller Fragen. Weil wir haben ihn nicht dabei. Ich weiß nicht, wo der Schlafsack ist. Jetzt geht die Suche da los. Naja, gut. Das ist also ein bisschen so die Suche nach dem verlorenen X hier in diesem in der Küstenstraße. Naja, gut. Okay, dann machen wir das in der nächsten Folge. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen guten Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.